Ciao ragazzi, Giovanni hier. Willkommen zu einer neuen Folge Backstage Brunch. Heute mit zwei ganz süßen Kolleginnen, Sotiria und Sonja Liebing. Die beiden mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und heute geht es um wirklich schöne Themen bei den beiden. Es geht um Selbstliebe, es geht um süße Hundewelpen und es geht um Mantra. Also, dranbleiben. Sotiria! An was ich immer denken muss, wenn ich dich sehe? Genau, immer. Also damit begrüße ich dich. Ja. Wie geht's dir? Gut, und dir? Schön, dich zu sehen. Ich habe mich richtig gefreut. Lange nicht gesehen. Girls Talk heute. Und doch wiedererkannt. Ja. Schöne Schrehen hast du. Erinnert mich an mich. Nee, steht dir gut, steht dir gut. Das Buffet ist eröffnet. Los geht's. Yummy, yummy, yummy. Hast du auch was mitgebracht? Ja, unbedingt. Und zwar, was ich finde, was du unbedingt probieren musst, ist so eine geile Schokocreme. Da sind so kleine Stückchen drin. Und einen Sekt habe ich dir eigentlich auch mitgebracht. Sekt ist immer gut. So. Auf deinen Platz. Genau. Ach, guck mal hier. Gerson. Was ist das? Ich nehme einfach. Fertig? Ich. So. Hier ist ja auch noch was. Genau. Ich habe auch was mitgebracht. Wirklich? Was? Ja, Tomate Mozzarella. Ei! Ja, sehr, sehr geil. So, ich habe auch den Joe mitgebracht, der uns den Sekt bringt. Jawollo! Jetzt wird's richtig spannend hier, Ria. Jetzt geht's los, sag ich dir. Ich dachte, für das entspanntere Gespräch. Prösterlein! Auf unseren Brunch. Jawohl, ich freue mich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Geht's ja auch immer so. Ich bin immer so überfordert, wenn so viel auf dem Tisch ist. Dann weiß man immer nicht, was man einfach von allem was nehmen. Ich sehe gerade, was hast du auf deinen Nägeln drauf? Da steht tatsächlich mein Herz, mein Albumtitel. Schön. Ausgefallen. Ja, das muss man richtig Tussi-mäßig, ja, ne? Wenn ja. Schon, denn schon, ne? Ja, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich habe dir auch was mitgebracht, aber du hast auch was mitgebracht. Weißt du, was das ist? Ein Delfin? Ja, richtig. Also, mein Papa war früher schon Flippers-Fan. 1978 oder 76, schieß mich tot, keine Ahnung, haben die nämlich ein Lied rausgebracht, Meine kleine Sonja. Ah. Mein Papa hat sich in diesen Namen so verschossen. Ja, deswegen heiße ich Sonja. Was hast du da mitgebracht? Akropolis, genau. Sotiria, auf Griechisch Sotiria. So, ganz viele denken, ich habe mir den Namen ausgedacht. Also es ist ein Künstlername oder so. Ja. Aber nee, ich heiße ja wirklich so. Ja, mein Papa ist Grieche. Also meine Eltern haben sich ja sehr früh getrennt. Ja. Da war ich 1 oder 2 Jahre. Dann hat er mich auch eine Weile gesehen. Immer noch so am Wochenende. Mhm. Ne? Dieses typische alle 2 Wochen ja, ja. Wochenende. Aber der ist dann ganz oft nicht aufgetaucht. Mhm. Und dann erklär mal irgendwie einem 3-jährigen Kind, dass Papa heute doch nicht kommt. Und ich immer geheult. Dadurch hat sich das dann irgendwann verloren. Und dann, als ich so Jugendliche war, habe ich dann irgendwie wieder den Kontakt gesucht. Ja. Und es hat sich aber eigentlich sofort geführt, dass er einfach ganz oft nicht aufgetaucht ist. Einfach irgendwie auf einmal eine andere Handynummer hatte, die ich nicht mehr hatte. Also für mich dann nicht mehr erreichbar war. Mhm. Das macht ja auch was mit einem, ne? Irgendwann sucht man nach seiner Identität und will gerne wissen. Und dann, wenn er dann halt nicht auftaucht und immer so abtaucht, dann hat man ja auch so das Gefühl, warum eigentlich nicht was, also warum ist er nicht da, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Genau. Ja, das ist, man sucht ja den Fehler nicht, dann immer, mach das bloß nicht. Immer bei sich. Ja. Mittlerweile geht's, ne? Mittlerweile weiß ich, es ist nicht meine Schuld, aber ich glaube, das hat dich trotzdem stark gemacht, oder? Oder? Ja, aber es hat tatsächlich echt lange gebraucht, ne? Ja. Und es ist auch heutzutage immer noch was dich beschäftigt. Manchmal immer noch aufkommt und irgendwie mich beschäftigt. Ne? Mhm. Weil jetzt ist er derjenige, der gerne Kontakt hätte und auch sehr viel von mir erwartet. Und ich denke mir halt, ey, du warst mein Leben lang eigentlich nicht da für mich. Also bitte hör auf, irgendwelche Erwartungen an mich zu stellen. Aber was du gerade eben angesprochen hast mit den Selbstzweifeln, das habe ich auch. Du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, ich jetzt auch. Das ist jetzt alles relativ schnell bei mir passiert. Ich bin da teilweise auch gar nicht hinterhergekommen, das alles zu realisieren. Und irgendwann war halt bei mir so der Punkt angekommen, wo viele was von mir erwartet haben und immer dieses, ja, die Sonja ist ja die Witzige. Ich hatte Selbstzweifel, weißt du, ich bin so, wie ich bin, ohne mir wirklich viel Mühe zu geben. Anscheinend kommt das gut an und dann wirst du irgendwo eingeladen, dann heißt es, ja, jetzt sei einfach so, wie du bist, das ist immer so witzig und es ist immer so toll. Und dann kommen diese Selbstzweifel, ja, reicht das überhaupt und was erwarten die da von mir? Und ich habe hier nicht umsonst einen Buddha mitgebracht. Ich meditiere. Ich bin, was ist aus mir geworden? Das würde ich gar nicht von dir erwarten. Ich habe meine Mantras, die ich mir aufsage und ich wünsche dir gerne, wirklich. Ich habe die mitgebracht. Wirklich? Ja, geil. Das ist total der Zufall, weil das einfach mega gut passt. Und das sind so ein paar Chakra-Affirmationen, die ich mir dann einfach tagtäglich laut verinnerliche. Mhm. Ich manifestiere meine Gedanken, ich vertraue der Kraft des Lebens. Ich sag mir selber, dass ich souverän und gut bin und dass ich
dass ich hier einen besonderen Platz auf Erden habe. Und das hast du auch. Und das hat jeder einfach. Und wenn man diese Selbstzweifel hat, ist das ganz, ganz wichtig, sich selber nochmal so einen Arschtritt zu geben, sich wachzurütteln und zu sagen, hey, du hast hier einen besonderen Platz und du bist gut und du kannst was. Und es hilft mir extrem weiter, meine innere Mitte zu finden. Und welches ist dein Lieblingsmantra? Ich öffne mein Herz, um Liebe zu geben und zu empfangen. Mhm. Weil du einfach, wenn du in der Liebe bist, kommt auch Liebe zurück. Wenn du Liebe ins Universum gibst, gibt das Universum dir auch Liebe zurück. Also manchmal liefert das Universum schneller als Amazon. Also es ist einfach so. Das hätte ich, also positiv, aber das hätte ich nie von dir gedacht tatsächlich. Ja, das hätte ich, glaube ich, vor 2 Jahren auch nicht von mir gedacht. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe auch schon mal meditiert, allerdings ohne Mantras sozusagen, ja, sondern einfach auch, um ein bisschen Ruhe zu finden. Genau. Hab's aber nicht so richtig durchgezogen. Ist wie Sport bei mir. Mach ich immer mal kurz. Es ist ja auch wie Yoga, ne? Du, diese Ruhe für dich selber. Ich hatte so viel Zeit in den letzten Monaten, so viel Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken, wie ich mein Leben führe und so weiter. Und ja, ich brauchte auch irgendwo einen Ausgleich. Ich musste mich auch selber finden und nicht bekloppt zu werden in dieser Phase. Kann ich total verstehen. Ja? Mit 2 kleinen Kindern. Und ich war ja... wird bei dir vielleicht ähnlich gewesen sein, auf einem guten Level und von jetzt auf gleich ist alles Schicht weg, ne? Im Schacht. Und dann kriegst du denkst doch erstmal, dein Leben ist vorbei. Soll ich dir mitgeben? Ja, gib mir die mit. Gibst du dir mit. Und dann reden wir noch mal in einem halben Jahr und dann ist aus dir ein ganz, noch ein besonderer Mensch geworden, als du ohnehin schon bist. So, möchtest du vielleicht noch was anderes zu trinken haben? Darf ich dir was mitbringen? Ja, voll gerne. Bringst du mir einen O-Saft mit? Ja, mache ich, gerne. Die Möbel sind verrückt. Sehr schön. Hast gut geübt. Geübt. So, jetzt probiere ich aber auch mal deine leckere Schögelcreme, die du hier mitgebracht hast. Weh, die schmeckt nicht. Das ist ja tatsächlich auch so, dass ich versuche, mir sowas eigentlich nicht zu kaufen. Also zu Corona-Zeiten habe ich tatsächlich auch ein bisschen zugenommen. Ja. Und dann war so vor dem Videodreh, okay, jetzt mache ich mal kurz Crash-Diät. Kein Zucker, keine Kohlenhydrate, ne? So nur so... Fleisch, Gemüse, so. Aber das ist ja, ich bin ja klein und deswegen siehst du halt 3-4 Kilo, siehst du halt bei mir schon so ein bisschen, weißt du? Wo setzt das bei dir an? An den richtigen Stellen wenigstens? Schön wär's, ne? Nee, Bauchbeine, Po. So, Frau, ganz typisch, ne? Obwohl, Po ist ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, das geht. Bei mir war immer so, habe Hose, suche Arsch. Und dann war ich irgendwann froh, dass ich ja wirklich immer schon... Aber den kannst du dir ja auch trainieren. Kannst du? Kannst aber auch sein lassen. Ja, okay. Ich glaube, der Graf hat dich auch ein bisschen geprägt, oder? Also die Zeit. Ja, voll. Ich habe den ja tatsächlich kennengelernt, als ich noch so, also meine Band Eisblume hatte. Ja. Wir kennen uns tatsächlich schon echt lange. Okay. Und dann immer irgendwo getroffen bei Auftritten oder sowas. Und wir haben ja beide so ähnliche Musik gemacht. Ja. Ne? So ein bisschen düster, in Anführungszeichen. Deep. Aber ja, genau, ich weiß, deep, was du meinst. So, ne? Und genau. Dann gibt es so Diskussionen, wo darf man denn auftreten? Ne? Ja. Darf man damit im ZDF-Fernsehgarten auftreten? Darf man das? Oder ist das zu uncool? Und der war so cool. Also der hat mir so einen guten Satz mitgegeben und der hat gesagt, ich möchte Musik machen und ich gehe überall hin, wo ich Musik machen darf. Und weißt du, was der auch hatte? Nee. Wackeldackel. Naja, einen echten. Also, ja, ich habe auch einen echten. Sondern einen richtigen. Der hatte auf jeden Fall einen Dackel. Ja? Ja. Ich habe auch einen Dackel. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich bin ganz gut. Meine beste. Du, ich habe dir ja neulich so ein Bild. geschickt. Was du übrigens auch gleich gepostet hast. Ey, das ist so witzig, ne? Aber das ist gar kein Dackel. Das ist mein Charlie. Ja, aber es ist gar kein Dackel. Was klingt das? Ist ein Zwergpinscher. Von meiner besten Freundin. Und echt? Der ist so dann so halb meiner, weil der dann oft bei mir ist. Ach so. Ja. Und ich dachte noch, uns verbindet das raus. Geht. Ich dachte, und, nein. Ich, die heißt Pink. Ah, okay, ist ein Mädel. Oh, da ist er wieder. Ciao. Für mich? Grazie. Dankeschön. Können wir mal öffnen? Gucken, was drin ist. Bei mir sind blaue Karten drin. Ich habe beim Lotto gewonnen. 5000. da steht was drauf. Fragen. Okay. Fanfragen. Sehr cool. Dank Instagram weiß eure Fan-Community schon sehr viel über euch. Dennoch sind noch einige Fragen offen, die uns von euren Fans erreicht haben. Bitte lest euch die Fragen gegenseitig nacheinander vor und beantwortet diese. Okay. Bist du bereit? Wie viele Tattoos hast du und was bedeuten sie? Ja, da muss ich selber mal ganz kurz zählen. Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich habe 1... 2, 3, 4,
Ach, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Tattoos. Die Tattoos haben alle eine Bedeutung. Also ich habe ja... Irgendwo steht Schlager auf deinem Arm. Ja, das kann ich auch zeigen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das Mikro in der Hand halte, dann müssen auch alle wissen, dass mein Herz für Schlager schlägt. Und dazu stehe ich auch. Ansonsten habe ich noch die Namen meiner Kinder tätowiert. Ich habe hier die Emilia stehen. Das sieht man jetzt schlecht. Ich habe hier den Namen meiner Tochter Sophia stehen und auch mit einem von Peter Pan. Also einmal die Tinkerbell und einmal auch den Peter Pan. Never grow up, weil ich natürlich nicht möchte, dass meine Kinder groß werden. Ja, und ansonsten habe ich hier noch meine Hände so ein bisschen bekritzelt. Ich liebe das ja, ich liebe ja Tattoos. Ich würde ja am liebsten meinen ganzen Arm voll machen. Ne? Also ich stehe da ja voll drauf, auch auf Piercings und alles. Ein Herz, ich habe meine Unendlichkeitsschleife, ich habe die... hier eine Lotusblume, die auch noch mal was mit der Meditation zu tun hat und allem. Ja, Musiknoten. Ja, alles so. Alles hat eine Bedeutung. So, jetzt kommt eine Frage an dich. Erleichtert. Halt dich fest. Okay. Wer ist dein Herzmensch? Mein Herzmensch? Mein Herzmensch gibt's eigentlich nicht mehr. Ist im Himmel. Aber mein Herzmensch ist eigentlich meine Omi. Deine Omi. Weil die für mich immer so ein Anker war. Du bist ganz emotional, ne? Ich merke das gerade an deiner Stimme. Mann, du arme Mensch, was macht ihr denn auch? Hat ja den Krieg miterlebt und einfach hatte ein total krasses Leben. So. Also hat auch ganz früh ihren Mann verloren und war dann alleinerziehend. Und war für mich immer so, wenn ich irgendein Problem hatte, bin ich immer zu ihr gegangen. Und sie hat das irgendwie alles so relativiert mit ihrer Ruhe und ihrer Kraft. Und auf meinem letzten Album war ein Song für sie. Ich lass dich frei. Und auf dem kommenden Album ist auch ein Song für sie, weil jetzt so nach 5 Jahren ist man ein bisschen mehr, habe ich mehr meinen Frieden damit gefunden. Ne? Also klar werde ich immer noch emotional, wenn ich an sie denke und über sie rede, aber jetzt kann man ich irgendwie so... Man kann mit der Situation umgehen. Genau, und man kann jetzt mit einem Lächeln an sie denken und sagen und sich an die schönen Momente erinnern, ne? Und nicht nur den Schmerz fühlen. So. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja. Ja. Welchen Rat gibst du deinen Kindern mit? Ach, sei immer du selbst. Verstell dich nicht für niemanden. Es bringt nichts, weil du machst dich am Ende, du machst dich unglücklich. Du wirst der wichtigsten Person nicht mehr gerecht, nämlich dir selbst. Darf der eigentliche Wackeldackel aber auch nicht, darf Pink bei dir im Bett schlafen? Also, eigentlich darf Pink nicht im Bett schlafen. Aber sie hat ihr Frauchen neulich so sehr vermisst, dass sie die ganze Zeit geheult hat und dann habe ich sie heimlich in meinem Bett schlafen lassen und jetzt ist es raus. Aber eigentlich nein. Hat keiner mitbekommen. Alles gut. Kriegt keiner mit. Okay. An wen hast du deine letzte WhatsApp geschickt? Wahrscheinlich an meine Freundin, ja. Hm? An meine Freundin, die jetzt gerade gleich, oder? Hm? Müsste jetzt im OP liegen. Ihr habe ich viel Glück gewünscht. Ist okay. Eine gute OP. Nichts Schlimmes. Okay, gut. Selbst entschieden. Ah ja. Alles klar. Achso. Ja. Was ist dein Top-Beauty-Tipp? Blonde Strähnen vorne, oder? Ja. Also im Moment bin ich ja sehr auf meinem Eyeliner-Trip. Ich habe ganz oft so einen Lidstrich hier. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, genug Schlaf. Also ich kämpfe immer mit Augenringen. Also wirklich, ich hab immer Augenringe, ich weiß nicht, ist irgendwie genetisch oder so, aber je weniger ich schlafe, desto schlimmer sind sie sozusagen. Deswegen mein Beauty-Tipp, immer genug schlafen. Ah, da kommt schon wieder jemand. Hallöchen! Ciao! Nummer 2. Dankeschön. Okay, liebe Sonja, bitte lies laut vor. Ihr seht Buzzer und Monitor? Ja, sehen wir. Über den Monitor wird euch Giovanni gleich zufällig durch den Buzzer gesteuert Fragen stellen. Sobald ihr auf den Buzzer drückt, geht's los. Für die jeweilige Antwort habt ihr nur 5 Sekunden Zeit. Also achtet auf den Countdown, der euch runterzählt. Sonja, du beginnst. Riri. Wer war oder ist dein Vorbild? Ich habe gar kein Vorbild. Ich hätte noch nie ein Vorbild, weil ich nicht so sein will wie eine andere Person. Ich bin ich. Und das soll auch so bleiben. Was ist das Verrückteste, was dir ein Fan je geschenkt hat? Schuhe. What?
bemalte Schuhe, verrückt, das fällt mir jetzt gerade auf, ist doch nicht mal verrückt, gar nicht verrückt. Nee, ihr seid gar nicht verrückt, Fans. Von wem hast du deinen ersten Kuss bekommen? Oh, ich wünschte von dir, geoutet. Marco F***, Grundschule, 6. Klasse? In Berlin ist ja irgendwie sowas, glaube ich, beim Nintendo-Spielen. So. Aber schön. Sehr intime Frage. Wann bist du das letzte Mal heimlich an das Handy deines Partners gegangen? Also, das war bei meinem Ex-Freund. Ich habe auch leider was gefunden. Jetzt ist mein Ex-Freund. Da ist er schon wieder. Ja. Danke sehr. Immer diese goldenen Umschläge hier. Da kommt man sich direkt so wichtig vor, ne? Bitte lies laut vor. Okay, du bist dran. Auf den Karten stehen die Namen eurer Songtitel. Diese müsst ihr nacheinander als Pantomime darstellen. Wie ihr wisst, Pantomime heißt, es darf dabei nicht gesprochen werden. Ja. Erst wenn der genaue Wortlaut des Songs genannt wird, zählt die Antwort. Soteria, du beginnst mit der Pantomime. Ach du Scheiße. Okay. Komm näher. Verführ mich, wenn du kannst. Guck mal, ja. Okay. Bin ich jetzt dran? Okay. Licht am Meer. Genau. Sehr gut. Okay. Mach mal ein bisschen schwieriger. Das ist alles meins. Hey. Meins. Das ist doch alles gar nicht deins. Ey, ey, es ist alles gar nicht deine. Ey, es ist doch alles nur geklaut. Nee? Mein O-Saft? Von mir? Das gehört mir? Ach, tu nicht so, als wenn das dir gehören würde. Ja, was willst du denn von meinem O-Saft, Mensch? Gib dir ein bisschen mehr Mühe, Mensch. Alles nochmal? Danke. Vielen Dank, Mama, räum ab. Nimm es. Nimm dir, was du brauchst! Das brauche ich doch alles gar nicht! Ich hätte so gemacht. Ria! Was? Ich würde ja sagen, dieses Kribbeln im Bauch, aber der Song ist leider nicht von mir. Schmetterlinge fliegen. Jawohl. Sehr gut. Geil. Das auch. Und oh Gott, der Charlie. Sie hat ihren Dackel enthauptet. Oh Gott, lecker, ne? Voll. Ich habe so viele... Obwohl wir uns ja schon kannten, zumindest ein bisschen zu viele neue Sachen heute über dich erfahren. Voll cool. Und kaum was gegessen, ne? Ja, ne? Aber du weißt jetzt mein halbes Leben über mich. Mhm. Ich weiß alles über dich. Wir könnten im Prinzip auf Tour gehen, weil ich könnte auf der Bühne alles über dich erzählen, du über mich. Mhm. Aber jetzt sollten wir mal so langsam zum Essen kommen. Ne? So nach gefühlt 3 Stunden. Ria, es hat mich unheimlich gefreut. Voll. Aber jetzt will ich was essen. Mhm. Rede nicht. Guten Appetit. Guten!